Würdevoll, glamourös, exklusiv. Der Berliner Turn- und Freizeitsportbund lädt zu den BTB Awards ins Sternberg-Theater im Anwesen der Spielbank Berlin und würdigt sowohl erfolgreiche sportliche als auch besondere ehrenamtliche Leistungen des zurückliegenden Jahres 2016. Die Veranstaltung hat einen hohen Stellenwert. Wir ehren unsere Sportlerinnen und Sportler und unsere besten Ehrenamtlichen, die wir haben, unsere besten Frauen und unsere besten Newcomer des Jahres, und das ist für uns sehr wichtig. Ja, also die Location ist schon mal sehr beeindruckend, es ist sehr schön hier und ja, man trifft hier sehr viele interessante Persönlichkeiten und es ist echt schön hier. Neben den drei Olympioniken von Rio um das Berliner Aushängeschild Lukas Dauser beklatscht das begeisterte Publikum hier auch herausragende Turn- und Freizeitsportler der Kategorien Männer, Frauen und Team. Die rhythmische Sportgymnastin Anastasia Kmelnitzka gewinnt den ehrenwürdigen BTB Award, ebenso wie Faustball-Europameister Lukas Schubert. Also ich bin super glücklich, dass es geklappt hat, aber ich bin halt Mannschaftssportler und deswegen muss ich da auf jeden Fall sagen, mich freut es ganz doll für meine Mannschaft und auch für die Nationalmannschaft, in der ich tätig bin. Und deswegen ist es nicht unbedingt ein Preis für mich, sondern für uns alle und vor allem für die Sportart Faustball. Auch die talentiertesten Nachwuchshoffnungen der Berliner Vereine können sich hier der großen Bühne stellen und werden in den Newcomer-Kategorien ausgezeichnet. Besonders wichtig und eine existenzielle Stütze ist dem Verband vor allem ehrenamtliche Arbeit. Wir wollen unsere Ehrenamtlichen ehren und wir wollen ihnen zeigen, wie wichtig sie uns sind in Berlin. Und wenn wir überlegen, dass wir 620.000 Sportlerinnen und Sportler in den Vereinen haben, dann kann man sich überlegen, wie viele Tausende Ehrenamtliche es bedarf, um diese Masse eben Woche für Woche, Tag für Tag zu bewegen in Berlin. Äußerst beeindruckendes soziales ehrenamtliches Engagement wird vom BTB mit dem Vera Cisak-Preis ausgezeichnet. In diesem Jahr werden mit Gudrun Beckmann und Manuela Stein von den Sportfreunden Klado gleich zwei Gewinnerinnen für ihre herausragenden Tätigkeiten mit dem wichtigen Preis geehrt. Das ist für mich eine große, große Ehre. Ich habe ja niemals damit gerechnet, dass ich alleine schon mal nominiert werde und dass ich gar den Preis gewinne. Das war also fern meiner Gedanken. Also damit habe ich nicht gerechnet. Und deshalb war es für mich eine große Überraschung. Begleitet wird das Event mit Videos von hauptstadtsport.tv und einer musikalischen Untermalung von der Jazzband The Steadies. Zum Abschluss fröhliches Feiern bei Speis und Trank. Einfach ein gelungenes, rundes und exklusives Sportevent. In diesem Jahr wird Gudrun Beckmann für ihre herausragenden Tätigkeiten mit dem wichtigen Preis geehrt.